Herzlich willkommen in der Welt des angestaubten Humores. Und zwar geht es hier diesmal um Anzeigen. Nicht so eine wie diese hier, sondern so Kleinanzeigen. Und in den 50er Jahren gab es dann dieses Spiel von Schmidt. Das hieß selten so gelacht, Anzeigensalat, gut gewürzt für Erwachsene. Auf der Rückseite ist hier eingeprägt Schmidt-Spiele seit 1860, seit über 90 Jahren. Also kann man das so auf die 50er Jahre eingrenzen. Das Spiel gab es auch noch Jahre später in verschiedenen Aufmachungen, bis in die 60er Jahre hinein. Ich habe hier mal ein alternatives Cover eingeblendet und ich bin schon ganz aufgeregt, selten so gelacht. 50er Jahre Humor, das wird bestimmt spitze. Das ist jetzt also der Inhalt des Spiels. Es gibt hier drei verschiedene Kartenstapel, a 40 Karten, beidseitig bedruckt. Und die Idee des Spiels ist ein Partyspiel, dass jetzt jeder nacheinander hier eine von diesen Karten vorliest. Und dann ergibt sich eine irrewitzige Zeitungsanzeige. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also ich möchte jetzt auch nicht auf zwei Mitspieler warten. Ich fange jetzt einfach mal an und das wird total super. Also, ehemaliger Straßenbahnoffizier, Leutnant, sucht alte Schachteln zum Aufziehen. Wird besser. Ich ersehne mir für die kalte Jahreszeit Känguru für die Handtasche. Das geht übrigens beidseitig. Ich drehe das mal um. In ländlicher Gegend gesucht. Sportreiterin mit schriftlicher Garantie. Ich bin schon total belustigt. Wir machen weiter. Motorsportfreunde sucht neue Porzellanbecken, Zuneigung entscheidend. Ja, das kann man jetzt spielen und zwar in 80x80x80, also A40 Karten, beidseitig bedruckt, in 512.000 Kombinationen. Da kann also eine Lachsalve nach der anderen abgeschossen werden, wie zum Beispiel Weidmann sucht gegen gute Bezahlung. Bestrenommierte Bardamen, Ungebrauchte werden bevorzugt. Hammer! Ja, man kann dieses Spiel immer noch kaufen. Es gibt es hin und wieder mal bei eBay. Ich habe zum Glück irgendwie kostenlos irgendwo eine Verschenke-Ecke abgegriffen. Fazit bleibt, früher war nicht alles besser. Und zum Spiel, wenn man das auf eBay mal sieht, nicht kaufen. Dieser Humor, der hat sich überholt. In diesem Sinne, alles Gute.